Tom Meyer und Gino Meyer werden in einen Handwerksbetrieb nach Köln-Longerich gerufen. Frau Hamm meldete in der Schifferstraße Streitigkeit. Bei dem Sanitärbetrieb haben wir wahrscheinlich den Klo nicht richtig installiert und der Kunde beschwert sich jetzt. Die Auseinandersetzung ist allerdings firmenintern. Können Sie schnell reinkommen? Meine Angestellten sind wie wild aufeinander losgegangen und ich kriege die nicht aus. Machen wir. Lassen Sie mich bitte fort. Ja, ist in Ordnung. Bleiben Sie hinter. Ich habe ihn. Bei mir ist alles gut. Was stimmt mit Ihnen? Jetzt hört endlich auf. So. Mein Gott. Okay, erzählen Sie mal, was ist passiert? Den Ausweis hätte ich gerne. Der Mitarbeiter ist beleidigt, weil der Chef mir mehr Geld gibt. Okay, wie heißen Sie eigentlich? Ich? Ja? Stefan Köhler. Herr Köhler. Er hat Sie angegriffen, war das richtig? Ja. Was hat er gemacht? Er hat mich im Klo in den Kopf reingestopft. Tom, kannst du weil ich mehr Geld gehen? Bekomme. Ja. Ach so. Er braucht eigentlich auch ein Handtuch, ne? Danke. Ja. Genau, machen Sie sich erstmal sauber. Herr Köhler, Ihnen fehlt aber erstmal gar nichts. Nein, mir fehlt nichts. Okay. Also habe ich das richtig verstanden? Er hat Sie jetzt angegriffen, ja, weil er neidisch ist. Ja, weil ich mir Geld, weil der Chef mir mehr Geld bezahlt hat, ist er jetzt neidisch und dann ist er ja, will ich ihn provozieren und fragt, warum ich mehr Geld bekomme, weil ich bin besser als der. Haben und Sie ihn auch angegangen? Nein. Sie haben sich quasi gewehrt und Sie waren quasi in der Defensive hier. Ja. Stimmt das auch mit dem Mehrgeld? Ja, es gibt mehr Geld, weil ich bin besser als er. Okay. Er ist zwar länger hier, aber mein Problem ist, ich habe halt mal bessere Arbeit. Ohne mich wäre der Betrieb schon lange pleite hier. Okay, also Sie sind so quasi sehr wichtig hier. Ja. Okay, alles klar. Wie läuft es bei dir? Hier ist alles ruhig gerade. Nee, du hast funkeriert. Ja. Schon mal mit der Polizei zu tun gehabt? Nein. Noch gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, innerhalb von drei Monaten kriegt er das zweite Mal eine Lohnerhöhung. Wie, er kriegt schon wieder eine Lohnerhöhung? Ja, ich bin länger hier und bin besser. Er ist doof, dumm. Ich weiß gar nicht, warum er noch hier arbeitet. Da weiß ich aber auch nichts von, dass er eine Lohnerhöhung kriegt. Das ist mir völlig neu. So, also, und das ist quasi der Grund, warum Sie ihn mit dem Kopf ins Klo gestopft haben, oder was? Mit Ihnen stimmt was nicht. Mit dem stimmt was nicht? Da stimmt was nicht. Der Mitarbeiter kann das beweisen. Er hat eine E-Mail von dem Kollegen an seinen Vorgesetzten gefunden, die bedrohlich klingt. Hör zu, ich will wie besprochen 3.500 Euro, sonst kannst du dich von deinem Geschäft verabschieden, vom Hamm. Carsten, das ist doch der... Das stimmt doch was nicht. Der arme junge Mann da hinten, ne? Ja, das hab ich geschrieben. Da kommst du mal zu uns. Kommst mal hier zu uns. Hab ihm geschrieben, dass ich mehr Geld haben will. Hat er mir auch gesagt, dass er das nicht so steht. Aber warum sollst du mehr Geld kriegen? Davon weiß ich überhaupt nichts. Müssen Sie Ihren Mann fragen. Also das, wo ist Ihr Mann das denn? Kann ich gar nicht. Du kannst nichts, ich mache alles hier. Warum willst du noch mehr Geld haben? Ich besser bin wie du. Negativ, du bist besser? Negativ. Das ist eine Niete, echt ey. Nee, also das kann ich auch nicht. Also sonst gucken wir mal, ob mein Mann in seinem Büro ist. Ja. Vielleicht was der irgendwas. Bleibt die Herrschaften kurz mal da. Guten Tag. Guten Tag. Was machst du denn? Hallo. Alles gut? Und dann, ich suche einen Locher. Einen Locher suchen Sie? Der muss hier irgendwo sein. Du hast gar nicht mitgekriegt, was hier los war. Wie die beiden aufeinander losgegangen sind, dass sie sich geprügelt haben. Ja, das kommt vielleicht auch. Der Locher steht hier, falls Sie den gesucht haben. Ja, ne? Mitten auf dem Schreibtisch. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Hamm, Carsten. Ja, schönen Tag. Meier, mein Kollege Meier. Ja, ich bin der Geschäftsführer. Hallo. Und Sie sind die Frau? Anja Dietrich. Die Frau Dietrich, schönen guten Tag. Genau. Guten Tag. So, wir haben gerade Streitigkeiten geklärt, draußen zwischen Ihren Mitarbeitern. Ja. Ja, Das sind doch zwei ganz unterschiedliche Mitarbeiter. Kann ich kurz den Kaffee machen gehen? Den Kaffee machen? Hm? Ja, gehen Sie ruhig den Kaffee machen. Ja, aber ich will keinen. Willst du einen? Ja, was hat das denn mit dieser E-Mail da auf sich? Herr Hamm, warum wir hier sind, es gab ja Streitigkeiten zwischen Ihren Mitarbeitern. Ja. Der eine, der Herr Köhler, der ist so quasi der Favorit hier, der ist, ja, klar, das ist das. Gemäß seinen eigenen Angaben ja sehr tragend für den Betrieb. Das stimmt, ja. Das und der ist ja öfter befördert worden. Und das weißt du doch, da sind wir nicht. Nein. Hören Sie mir zu? Hören Sie mir zu? Ja, okay, gut. Und der andere fühlt sich da vernachlässigt oder benachteiligt. Ja, der Benachteiligte der hat ihn auch angegriffen. Der macht auch viele Fehler noch. Ja. Ne? Also der Dirk ist noch einer, der das noch ein bisschen lernen muss. Ich mache länger hier. Ich bin nicht so ein Scheiß hier. Ich bin viel länger hier. Macht gute Arbeit und er, was macht er? Der macht gar nichts. Ich komme auch zu Scheiße machen. Mit diesen Gehaltserhöhungen, da müssen wir uns vielleicht auch mal abstellen. Da haben wir nicht Gehaltserhöhungen raus. Wir haben hier, lassen Sie das, Sie können das auch so sehen. Wir haben hier eine E-Mail. Ja. Ja. Und die wurde von Herrn Köhler an Sie gesendet. Ich habe ihm eine Gehaltserhöhung versprochen, das ist durchaus richtig, ja.
Er erpresst Sie, das, ja, das können Sie nachvollziehen, oder? 3.500 Euro, das ist vielleicht ein bisschen viel, da haben wir uns vielleicht missverstanden, aber er hat durchaus eine Gehaltserhöhung verdient. Doch, sorry, dass wir das nicht abgesprochen haben. Ich glaube, Sie realisieren das nicht ganz. Ne? Lesen Sie nochmal. Ja, darf ich mal sehen? Also für uns ist das ein ganz klarer Erpressungsversuch, ja. Deswegen kriegen Sie den Zettel auch nicht wieder. Ist ein bisschen unfreundlich, ja, da werde ich noch mit ihm drüber sprechen. Ja, wenn mir einer droht, ja. meine Firma wird zugemacht, wenn ich nicht mehr Pulver kriege jeden Monat, dann ist das für mich eine ganz klare Erpressung. Und da sollten Sie sich mal offen zu äußern. Weil Sie sind derjenige, der hier erpresst wird. Also irgendwas läuft doch hier nicht ganz gerade. Wer ist eigentlich der Chef von euch beiden? Also es ist... Nein. Das Unternehmen gehörte meinen Eltern und ich habe es übernommen. Das heißt, Sie haben da Sagen auch hier? Eigentlich teilen wir uns das ziemlich auf. Ja, das geht eigentlich Hand in Hand. Und dass jetzt hier sowas passiert, aber das klären wir intern. War bisher auch. Hat Ihr Mann überhaupt die Prokura, Gehaltserhöhungen... Ja, die hat er schon. Also da ist alles soweit im grünen Bereich. Genau. Fraglich ist, womit der Vorgesetzte erpresst wird und warum er die Tat so herunterspielt. Die Ermittlungen der Beamten werden plötzlich gestört. Hörst du das Piepen? Ich höre das Piepen. Haben wir irgendwo... Was ist das? Was ist das? Das ist ein Brandalarm. Nee, hier wird's leiser. Hier. Hier? Hier. Hallo. Hallo. Oh, lassen Sie das mal. Wir können ja hier kein offenes Feuer machen. Komm, guck mal. Nimm mal den Briefumschlag raus. Was verbrennt? Tu mal Wasser drauf. Sie hören den? Was denn hier passiert? Boah, verbrannt. So. Ja, ich darf doch ruhig ein paar Sachen verbrennen. Was ist das denn? Das ist doch nicht verboten. Ja, ihr könnt doch hier drin kein offenes Feuer machen. Das ist ein Wahnsinn. Was ist das für ein Bild? Also, auf jeden Fall ist die Krawatte... Ebelt die Krawatte ihrer Krawatte. Quatsch, so eine Krawatte trägt doch jeder. Blaue, das hat doch jeder. Quatsch, das glaube ich jetzt nicht. Kennen Sie da etwas? Ja, das sind Anjas Beine und das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig mein Mann. Okay. Quatsch, das bin ich nicht über solche Beine. Das ist also, wir gehen mal wieder vorne in den größeren Raum. Ne? Sieht doch mal bitte mit. Das würde ich mir gerne machen. Hier habe ich noch einen Briefumschlag, da ist nichts drin. Gut. Eine Fotomontage, die man dann anschließend verbrennt. Also für mich sieht die Sache so aus. Sie haben Verhältnis mit Ihrer Sekretärin. Was? Wie kommen Sie denn da drauf? Das ist eine reine Vermutung. Also, lassen Sie mich mal bitte rausreden. Ja, das finde ich ein bisschen unfreundlich. Das Foto deutet jetzt darauf hin. Ja. Definitiv. Können Sie mir erzählen, was Sie wollen. Weil wenn Sie keine Hose anhaben und die Krawatte in der Ecke liegt, dann lässt mich das nur auf eins schließen. Ich bin geschockt, ehrlich. Ja? Das hätte ich nie von dir gedacht. Dass du mit Anja das hier ist doch ja, was soll das denn sonst sein? Das sind Anjas Beine, deine Beine, deine Krawatte und sie verbrennt. Ich muss wer anders. Du bist es nicht. Das tut mir echt leid, aber jetzt müssen wir jetzt auch sagen, seit ein paar Monaten haben wir beide da auch schon eine Affäre und das tut mir auch wirklich leid, aber... Sag mal, Gassen, spinnst du? Ja, Maria, das ist nicht so, wie du denkst. Natürlich ist es so, wie ich denke. Das ist genau so. Deshalb hattest du auch ständig Überstunden, bist immer später nach Hause gekommen. Jetzt klärt sich das auf einmal. Unglaublich, das hätte ich nicht von dir gedacht. Auch wenn es in letzter Zeit nicht so super lief. Aber das... Oh. Und Sie haben mit der Sekretärin auch erpresst, ja? Die Vermutung wollte ich auch gerade äußern. Sie haben dann irgendwie spitz gekriegt, das Verhältnis hier, oder? Ich habe das Foto gemacht und habe das spitz bekommen, ja. Also doch nicht die tragende Säule des Unternehmens. Und auch nicht der Leistungsträger. So, jetzt können Sie sich noch mal dazu äußern. Das ist auf jeden Fall eine Straftat. Sie müssen sich ab sofort nicht mehr dazu äußern. Das stimmt. Ich möchte jetzt mal was dazu sagen. Es ist wahr. Ja. Butter bei der Fische. Ihr habt recht, ja. Es ist wirklich wahr, ja. Er hat mich erpresst. Ja, er hat ein Foto gefunden und das stimmt. Aber das okay. Erpressung ist Straftat, aber der Betrug in der Ehe ist keine Straftat. Das müssen Sie mit Ihrer Frau. Ja, das kannst du gerne mit mir klären. Also, das geht gar nicht. Das ist mein Unternehmen von Anfang an gewesen. Ich denke, Maria, du kannst direkt hier deine Sachen packen, aus dem Unternehmen verschwinden, von zu Hause auch ausziehen. Was? Das gilt für dich auch und für dich auch. Der Täter wird für die Erpressung seines Vorgesetzten verurteilt. Der zweite Mitarbeiter behält seine Anstellung, muss sich aber für die Körperverletzung an seinem ehemaligen Kollegen verantworten.